Ihr hört noch ein lautes und ihr seht, wie Osbert Way in 1000 Fetzen zerstückelt wird. Die Leute sind angespannt, aber irgendwie scheint es kein Hey. Nicht hinter den Dungeon Master Screen. Nicht hinter den Dungeon Master Screen. Okay, ihr habt so oft gefragt. Heute machen wir mal eine kleine Ausnahme. Ich werde euch zeigen, wie wir unsere Sessions vorbereiten, was ihr daraus natürlich auch für eure Sessions nehmen könnt und insbesondere, wenn ihr neue Spielleiter seid, das sicherlich einige Anreize schaffen dürfte und selbstverständlich, was hinter der Kamera so passiert, was ihr da draußen normalerweise nicht mitbekommt. Und damit seid willkommen in unserer wunderbaren Taverne hier auf Quest.de. Ihr habt uns die letzten Wochen ja immer mal wieder gefragt, wie bereitet ihr eigentlich so eine Runde vor? Ich als Dungeon Master frage mich vielleicht auch, was machen die Leute von Quests hinter der Kamera und vor allen Dingen, was kann man für sich selber dabei herausziehen? Das werden wir heute an einem Beispiel zeigen. Und das heißt heute ganz transparent, wir gucken heute mal ein bisschen hinter die Kulissen bei uns, denn das ist natürlich nicht nur eine Fake-Taverne, sondern auch vieles, was ihr im Spiel seht, ist natürlich nicht spontan gemacht. Von dem Spielleiter, von den Spielern ist es tatsächlich immer spontan gemacht, sondern mit ziemlich viel Planung im Voraus verbunden. Das heißt, wir werden uns heute anschauen, wie schreiben wir diese verschiedenen Geschichten? Wie passt das vor allen Dingen mit zusammen, wenn wir verschiedene Spieler oder Gäste mit einplanen müssen, die ja irgendwie in der Session erscheinen müssen? Wie schaffen wir es, das Ganze nicht zu Railroady zu machen? Das heißt, so, dass es wirkt, als wäre alles vorausgeplant und auf dem Schienennetz verlaufen, sondern trotzdem eine gewisse Freiheit irgendwo für die Spieler hinzubekommen. Wir schauen natürlich auch, wie wir das mit den Miniaturen machen. Welche Miniaturen wir für welche Zwecke benutzen. Wie ihr vielleicht auch selber Miniaturen machen könnt, um das kurz anzusprechen. Und wir planen das anhand von Maligol. Heute ist der 30.07., der 30. Juli 2024. Und in 3 Tagen, am Freitag, dem 2.08., wird Maligol quasi in eine neue Spielrunde gehen. An alle lieben Maligol-Spieler da draußen, die das gerade gucken sollten, ihr brecht jetzt ab, guckt euch das Video bitte nächste Woche an. Ja, ich gucke dich an, Alena. Das heißt, ich habe ja auch ein kleines Skript, damit das so ein kleiner One-Taker auch für euch da draußen wird. Wir gucken uns nicht nur die Vorbereitung an, sondern ihr könnt dann auch am 2.8. bei uns im Stream schauen, ob und was vor allen Dingen umgesetzt wird von dem, was wir planen. Das heißt, wir gehen jetzt wieder mal in unsere vollkommen echte Taverne. Ihr setzt euch gerne mal hin. Komm mal her, liebe Kamera. Und ich erzähle euch mal so ein bisschen, wie denn so eine Planung abläuft und vor allen Dingen, wie das am konkreten Beispiel mit Maligol aussehen wird. Wenn es Sachen gibt, die rein questspezifisch sind, die ihr euch für eure privaten Runden wahrscheinlich nicht machen müsst, das werde ich dann natürlich noch einmal sagen. Das sind dann solche Vorbereitungen, die insbesondere mit Technik zu tun haben oder dass bestimmte Sachen passieren müssen, damit halt Gäste nicht die ganze Zeit da auf der Couch. Da sitzen aber die Gäste hinten. Damit die dann nicht 3 Stunden lang rumsitzen, bis ihr Einsatz kommt, lassen wir uns nämlich meistens mehrere Wege einfallen, wie solche Gäste, wie zum Beispiel eine Katazuri, also die jetzt Glynn spielt im Imperium Arcanum, oder einen Mori, der jetzt Mortimer spielt in Maligol, zeitnah auftauchen können. Schritt Nummer 1, wo fange ich denn eigentlich an? Naja, relativ einfach. Man fängt da an, wo man in der letzten Session aufgehört hat. Das unterscheidet sich natürlich dann ein bisschen, wenn ihr einen One-Shot plant oder die komplett erste Session einer ganz neuen Kampagne hat. Das würde aber so ein bisschen den Rahmen auch in diesem Format sprengen. Da haben wir ein eigenes Video gemacht, wie ihr Kampagnen anfangt oder plant. Das habt ihr auch jetzt gerade hier da oben, ich hoffe, das ist die richtige Seite, ne? Auch gerade eingeblendet. Generell lässt sich dahingehend aber sagen, solltet ihr eine neue Kampagne planen, bitte plant einen, vorher mit euren Spielern zu sprechen. Was wollen die spielen? Welches Setting wünschen die sich? Welcher Tonus soll diese Kampagne wiedergeben? Und versucht euch anhand dieses roten Fadens dann eure eigene Welt oder euer eigenes Spiel vorzustellen. Oder aber, wenn ihr eine vorgefertigte Kampagne habt, die ja auch in vielen Büchern hier vorhanden sind, dass ihr dann dahingehend euch natürlich vorbereitet. Beim One-Shot müsst ihr doch Charaktere erstellen. Wie erfahren sind die Spieler? Können die Charaktere selber erstellen? Brauchen die dabei Hilfe? Da gibt es also viel zu beachten. Wir gehen jetzt aber davon aus, ihr habt diese Punkte schon abgehandelt oder seid aber mitten in einer laufenden Session und wollt dann nur, wie gesagt, Anreize haben. Wo waren wir stehen geblieben bei Maligols Schrecken? Nun, ganz kurz zusammengefasst, die Abenteurerinnen haben einen Abschluss gemacht, der Emos Akademie für Abenteurer, sind jetzt also ausgebildete Abenteurer und haben ihre Lizenz. Sie haben eine Abenteurergilde gesucht und auch eine alte gefunden, die wird von dem
Gildenleiter Kane leider nicht ganz so gut gewirtschaftet und auch das Konstrukt, was ihm zur Hand geht, ist eher momentan Hausdiener als irgendwo stellvertretende Gildenleitung. Sie haben sich also dafür entschieden, diesem Kane aus dem Schuldenberg zu helfen und wollen jetzt diese Gilde namens Maligols Schrecken wieder zu altem Ruhm verhelfen. Das ist der Stand, an dem wir gerade sind. Der nächste Punkt ist, wohin wollen diese Abenteurerinnen denn jetzt gerade? Das ist relativ klar und beantwortet sich schon aus der Frage, was bisher passiert ist. Denn sie wollen natürlich diese Abenteurergilde wieder größer machen. Den Weg, den sie da vor sich sehen, ist, sie nehmen Aufträge an, erst kleine, und wollen sich langsam hocharbeiten und sich natürlich auch einen so guten Ruf irgendwo erarbeiten, dass es für neue Abenteurer irgendwo attraktiv ist, bei dieser Gilde anzuwerben. Das heißt, Aufträge jetzt zu erstellen und da natürlich auch irgendwo für sie möglich zu machen, da was Schönes zu erleben und vor allen Dingen auch die Insel Maligol und ihre Hintergrundgeschichte mit einzuweben. Das ist der Punkt, den wir jetzt gerade bei Maligols Schrecken haben. Jetzt kommt aber questspezifisch noch ein ganz wichtiger Punkt dazu, nämlich das ist der liebe Mori. Mori, der Mortimer in Season 1 schon gespielt hat, der hatte da schon eine größere Rolle und kommt jetzt quasi wieder für 2-3 Sessions mit dabei. Wie bauen wir den also ein? Ist ein weiterer Punkt, den wir abhandeln müssen. Und da ist es ganz, ganz wichtig, auch für euch, wenn ihr Gastspieler habt oder Neuspieler habt, Leute einzubauen. Dafür brauche ich 2-3 Rückfragen, die ich aber mit dem Spieler absprechen muss. Ich habe das letzte Woche während eines ruhigen Gespräches bei der Influencer Dart WM am Tisch machen können. Hi Leute! Okay, so ein ruhiges Gespräch war es auch nicht, aber wir sind auf jeden Fall auf den Trichter gekommen, dass er nach dem Abschluss auf der Emos Akademie für Abenteurer quasi so ein bisschen seinen Hexenmeisterkünsten gefrönt hat und jemanden gerade versucht zu heilen mit Hexenmeisterkräften und dabei aber, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen, Baldrian verkauft hat, was seit dem 1.4. auch völlig legal ist in der Stadt Großwall, ihn dabei aber ein paar Banditen beobachtet haben, die seine Hexenmeisterkräfte und seine zweideutigen Wortwitze so missverstanden haben, dass diese jetzt in seinem Namen Verbrechen begehen. Und diese beiden Punkte, die versuche ich jetzt irgendwie über einen Kamm zu scheren. Und die Idee, die Mori und ich dabei hatten, ist, wir nehmen eine Quest, dass ein Freund des alten Gildenleiters, in unserem Fall ist es ein Schreiner, erpresst wird von dieser Banditenbande. Sie wissen natürlich nicht, wem diese Banditenbande gehört, aber da wird natürlich gesagt, helft meinem alten Freund dem Schreiner, der legt ein gutes Wort bei euch ein. Der kann uns zwar kein wirklich viel Gold geben, aber unsere komplett heruntergekommene Gilde, der baut uns gratis neue Betten und Tische und Co. Also ein erster Schritt in die richtige Richtung, auch wenn nur ein kleiner. Die Abenteurerin, das weiß ich an der Stelle eigentlich fast schon zu 99%, werden diesen Auftrag wahrscheinlich auch annehmen und werden dementsprechend den Banditen auf die Spur kommen. Dazu müsst ihr dann einige Hinweise auslegen. Bei uns sind das dann, man wird von Händler zu Händler geschickt, die alle irgendwie erpresst werden. Und die Hinweise können dann bei relativ schaffbaren Würfen irgendwann dahin führen, wo sich Mortimer versteckt. Und der dann natürlich aus allen Wolken fällt und sich sagt, warte, was ihr? Daher kommt also das ganze Geld, was ich hier für meine Experimente habe. Jetzt ist die Sache aber so, jetzt werdet ihr sagen, es gibt zwei große Probleme. A, was ist, wenn meine Abenteurer gar keine Lust haben auf das Abenteurerleben oder den Weg, den ich ihnen beschreibe? Und B, selbst wenn sie Lust haben, das ist doch komplett das Schienennetz, was du am Anfang beschrieben hast. Es ist Railroaden. Es gibt einen dicken roten Faden und dem müssen sie folgen, damit das Ganze funktioniert. Zwei Sachen dazu. Auf der einen Seite ist es bis zum gewissen Punkt Railroad. Das ist aber bei uns tatsächlich in einigen Fällen notwendig, liegt einfach daran, da wir halt einen Gast da sitzen haben, der halt irgendwo frühzeitig eingebunden werden muss. Und dass es trotzdem alternative Möglichkeiten gibt, zu dem Versteck zu kommen. Oder auch Möglichkeiten gibt, auf diesen Auftrag zu stoßen, ohne dass sie den direkt von diesem Kane Stormhand, also ihrem Gildenleiter, annehmen. Und ganz, ganz wichtig, ihr dürft eure Spieler sehr, sehr gerne auf ein vorgefertigtes, festes Ereignis zusteuern lassen. Was aber ganz wichtig ist, ist, dass ihr die Entscheidung von euren Spielern nicht vorwegnehmt. Ich stelle sie vor eine Situation. Das ist in diesem Fall, Mortimer ist Bandenchef und das wider Willen. Was sie aber hier als Konsequenz ziehen, was sie daraus machen, welche Entscheidungen sie treffen, ob sie das weitermachen, allen Banditen sagen, Leute, hört das bitte auf und spendet das Geld oder etwas komplett anderes und die auf einmal die Spieler gegeneinander kämpfen mit den Banditen,
das liegt komplett in deren eigenen Entscheidungen. Das ist quasi deren eigene Motivation, die immer bei ihnen liegen muss und ihre eigenen Entscheidungen. Das ist wichtig. Das merkt ihr euch bitte auch für euer eigenes Spiel. Sonst könnt ihr direkt ein Buch schreiben, wenn ihr nur eine Geschichte erzählen wollt. Ich glaube, das sollte aber zu diesem Zeitpunkt auch jedem klar sein. Und übrigens, um zu einem vorherigen Punkt zurückzukommen, weil wir oftmals gefragt werden, wie die Geschichte denn jetzt eigentlich weiter verlaufen wird, da man irgendwann nicht mehr weiter weiß und sich die eigene Kampagne komplett in Wirrwarr auflöst. Was mir immer sehr hilft, ist, das Ziel der Spieler auf 1 bis 2 Sätze herunterzubrechen. Bei Maligol wäre das: Wir wollen eine Abenteurer-Gilde jetzt wieder nach oben bringen und berühmte Abenteurer werden. Bei den Justiziaren wäre das zum Beispiel: Wir möchten ein eigenes Land, Urukien, gründen und schauen, wo wir da die Leute und das Geld für herbekommen. Bei Imperium Arcanum wäre es: Wir wollen Nordrien und Prestigien vor der nahenden Katastrophe retten. Und das ist super wichtig, weil das Langzeitziele sind, die euch irgendwo immer auf dem Weg halten. Ob man mal rechts und links abbiegt und guckt, was da ist, das soll so sein, das ist auch völlig in Ordnung. Aber ihr solltet trotzdem diesen roten Faden nie verlieren. Außerdem ist es wichtig zu schauen, welche Art von Kampagne ihr habt. Und ich meine jetzt nicht, ob das eine Fantasy-, eine Horror-Kampagne oder eine Mystery-Kampagne ist, sondern eher, ob es eine Kampagne ist, aus der die Spieler mit eigener Motivation etwas erreichen wollen, Justiziare oder Maligol, Abenteurergruppe werden, eigene Stadt gründen, oder aber wie die Imperium Arcanum-Kampagne eine Aufgabe quasi auferlegt bekommen von dem Dungeon Master. Sie können natürlich immer noch entscheiden, ob sie die erfüllen oder was sie daraus machen, aber da habe ich eine Motivation, die außerhalb meiner eigenen Sphäre kommt und ich damit irgendwie versuche umzugehen. Für alle Kampagnen gilt aber: Ihr stellt die Situationen und die Spieler stellen die Lösungen. Wo ihr bei einer freien Kampagne wie den Justiziaren meistens eher darauf achten müsst, dass ihr eine Welt erschafft mit NPCs und vielleicht auch einzelnen wunderbaren Begegnungen, die alles nochmal einzigartiger und schöner machen, müsst ihr bei Imperium Arcanum eher darauf achten, dass ihr eine Geschichte entwerft, die spannend bleibt. Den Justiziaren sagen: Hier ist die Welt, macht was damit. Imperium Arcanum sagen: Hier ist die Gefahr, hier sind die NPCs, hier ist vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Mal gucken, wie ihr euch in dieser Geschichte schlagt. Das sind jetzt 2 potenzielle Extreme und die meisten Kampagnen, die werden sich da absolut in der Mitte treffen. Aber es dient für euch Spielleiter eher als Orientierungspunkt, wenn ihr so eine kleine Klassifizierung vornehmt. Einen super wichtigen Punkt habe ich aber noch für euch. Und das betrifft eigene Background-Stories der Charaktere. Es ist oftmals schwierig, Hintergrundgeschichten von Charakteren so in die Story einzubauen, dass die Story nicht komplett aus den Fugen gerät oder sich Nebenstränge eröffnen, die irgendwann zu Hauptsträngen werden und ihr euch dann als Dungeon Master denkt: Hey, aber der große böse Typ, der ist irgendwo da hinten und ihr interessiert euch eher lieber für die Background Story von der Rangerin oder dem Schurken. Und das ist völlig normal und vor allen Dingen auch völlig in Ordnung. Wenn ihr Kampagnen plant, dann setzt euch eine grobe Struktur auf. Aber sagt nicht von Anfang an: Dahin müssen wir irgendwo kommen, sondern seht, was eure Spieler wollen. Seht, was ihr wollt und wählt den bestmöglichen Kompromiss. Wenn ihr sagt, da ist ein riesiger Drache, der am Ende der große Hauptfeind sein soll, aber die Leute, die versteifen sich eher auf diesen interessanten Schwarzmarkthändler, der irgendwas Böses im Schilde führt: Hey, ihr seid der Spielleiter. Eure Spieler wissen nur einen ganz begrenzten Teil. Und wenn euch coole Ideen kommen oder teilweise sogar Theorien der Spieler euch auf neue Ideen bringen, dann baut die doch gerne ein und verknüpft den Schwarzmarkthändler, der in Wirklichkeit der getransmorphte Drache ist. Als kleines Beispiel natürlich. Dürft ihr aber auch gerne klauen. Das klingt jetzt erstmal super viel, aber ihr werdet mit der Zeit daran wachsen. Und was ihr heute vielleicht zu viel vorbereitet, das könnt ihr später immer noch nutzen. Wenn ihr also bis 3 Uhr nachts irgendwas schreiben wollt an eurer Geschichte, tut es. Es macht Spaß und motiviert euch natürlich. Und umso besser vorbereitet ihr seid, umso besser könnt ihr auch irgendwo in die Kampagne reinstarten. Das wird sich irgendwann einpendeln und dann wisst ihr, was ihr braucht oder was ihr nicht braucht. Jetzt haben wir also unsere komplette Geschichte. Das, was jetzt für Quest quasi erscheint, ist Folgendes. Ich gehe an den Spieltisch und baue mir was auf. Hinter meinem Dungeon Master Screen sieht es meistens so aus: Ich habe meine Würfel, einen Stift, ich habe eine Monsterbox, wo
Monster drin sind. Das heißt, in unserem Fall wären das wahrscheinlich dann Banditen, die ich mir da reinpacke. Wir haben hier unser Tablet, womit wir das Licht für verschiedene Szenarien steuern können, was auch ziemlich cool ist. Wir haben einen fetten Ordner. Hier gibt es verschiedene Abenteuer, Abenteuerideen, die teilweise schon benutzt worden sind, teilweise aber auch dann erst benutzt werden, wenn man in die verschiedenen Regionen bekommt. Ob die natürlich gemacht werden, ist des Abenteurers Entscheidung. Hier gibt es verschiedene Karten, wie zum Beispiel hier, Rondria und die Outlands, aber auch kleinere Sachen, wie zum Beispiel das Museum von Darenstadt, dessen One-Shot ihr übrigens auch bei uns kostenlos im Shop findet, auf quest.de.shop. Da gibt es übrigens auch ein paar andere Leitfäden, gratis Abenteuer von uns. Guckt mal da drauf, da gibt es nicht nur Würfel und offizielle Miniaturen, sondern auch all das, was das Abenteurerherz begehrt und das auch oftmals kostenlos unter gratis Spielmaterial. Es gibt aber auch zum Beispiel solche Kleinigkeiten wie die Speisekarte vom Zappelaal. Wer da unser Abenteuer Verschollen auf Maligol gesehen hat, auch ein One-Shot auf diesem Kanal oder auch gratis downloadbar, der Zappelaal, der wurde da besucht und er wurde gut gespeist, muss man sagen. Außerdem gibt es natürlich den Laptop, das ist so ein bisschen unser Herzstück. Da gibt es noch einzelne kleine Notizen, das heißt, wenn ich eine Session gemacht habe, habe ich so kleine Handnotizen, die verbessere ich dann und arbeite meistens so ein bisschen auf World Anvil. Das ist eine Seite, da haben wir ein kleines Abonnement und da gibt es quasi dann auch nochmal alles zusammengefasst, was wir irgendwo brauchen in 1000 verschiedenen Artikeln, damit man halt einen kongruenten Handlungsstrang hat. Ist sehr, sehr viel Arbeit, aber wenn man natürlich eine größere Produktion mit mehreren Kampagnen fährt, ist es wichtig. Dann haben wir neben den Miniaturen natürlich noch sowas wie Abstandsmesser oder Condition-Ringe, die uns als Spielleiter helfen, Distanzen abzuschätzen oder aber Vergiftungen anzuzeigen, Stunts anzuzeigen. Hinten gibt es natürlich so ein kleines Cheat-Sheet. Ja, da sind verschiedene Karten der verschiedenen Regionen drauf, aber nochmal allgemeine Hinweise, sollte man das nicht wissen. Wir haben den Stream Deck. Bei einigen Kampagnen muss ich selber Regie führen oder Effekte machen. Das ist dann dafür. Ansonsten haben wir hinten die Produktion, die ich euch gleich nochmal zeige. Wir haben ein bisschen Musik, wir haben die ganzen Props. Hier gibt es natürlich auch Vorbereitungen. Die Battle Maps, wenn wir mal nicht aufbauen wollen, sondern was Schnelles brauchen. Die gibt es übrigens auch bei uns auf quest.de.shop. Benutze ich super oft, weil die sind halt einfach tragbar und die könnt ihr auch von A nach B nehmen, wenn ihr mal irgendwo spontan was macht. Die ganzen Kameras habt ihr ja gerade gesehen, die müssen nochmal eingestellt werden, wenn die Leute halt in 3 Tagen da sind oder morgen bei Imperium Arcanum. Das hier hinten ist gerade unsere Regie, die ist gerade aus, die ist aber insoweit einfach eingerichtet. Ich hoffe, es ist jetzt gleich auch hell genug. Wir haben ein Soundsystem mit bis zu 7 Leuten, die halt dabei sein können. Wenn wir mal 7 Mikrofone hätten, weil die immer kaputt gehen. Wir haben einen Regie-PC mit 4 verschiedenen Bildschirmen, die mit den Kameras verbunden sind. Und wir haben übrigens auch ein Büro. Wenn ihr uns seht, wie wir an Sachen arbeiten oder normalerweise schreiben, dann ist dieses Büro, was viel zu sehr in der Sonne ist und viel zu heiß ist an warmen Tagen, bei Kai und mir die kreative Brutstätte. Ja, das war's. Also, das war's jetzt tatsächlich wirklich. So bereiten wir unsere Abenteuer vor. Das war natürlich unglaublich komprimiert auf das Notwendigste. Aber ihr seht, da hängt ziemlich viel Arbeit dran und so ein Abenteuer, was wir für euch dann im Stream runterreißen und wo ihr hoffentlich auch wöchentlich dran Spaß habt, da ist einiges hinter. Und ich hoffe, das merkt man auch. In diesem Sinne, das ist natürlich der Drache, auf die Maligol-Leute jetzt stoßen werden und dann sterben. Hoffentlich mal. Hoffentlich gehen die Justiziare bald drauf. Aber schneiden wir dann einfach raus, ne?